Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung aus dem Bundestag. Und heute ist zu Gast eine ehemalige JUSO-Vorsitzende, Annika Klose. Herzlich willkommen. Ja, guten Tag. Und JUSO-Vorsitzende heißt natürlich SPD-Bundestagsabgeordnete, heute am 26. September gewählt. Ja, darüber und danach hatten wir schon eine Sendung. Die Freude war groß und jetzt ist ein halbes Jahr vergangen. Macht es immer noch Spaß? Ja, auf jeden Fall macht es Spaß. Die Arbeit hat sich natürlich verändert. Mittlerweile sind wir ja alle in unseren Ausschüssen und haben unsere Themen zugeordnet gekriegt, sodass man jetzt wirklich auch richtig in die inhaltliche Arbeit eingestiegen ist. Und da muss ich sagen, das macht mir ja ganz besonders Spaß. Und welche Themen sind das? Für mich ist das der Ausschuss für Arbeit und Soziales. Und ich bin da zuständig für die SPD-Fraktion für das neue Bürgergeld. Mindestlohn. Also die Abschaffung von Hartz IV und das neue Bürgergeld. Mindestlohn liegt jetzt nicht direkt bei mir, aber eben das, was noch mit dranhängt, nämlich die Mini- und Midi-Jobs. Da wurde ja verhandelt, dass diese Grenze von 450 Euro auf 520 Euro angehoben wird, was ein sehr wichtiges Anliegen der FDP war. Und wir als SPD wollen natürlich aber, dass sozialversicherungspflichtige Arbeit gestärkt wird und dass Frauen eben aus dieser Teilzeitfalle rauskommen. Und diese Aufgaben liegen bei mir auf dem Schreibtisch. Ja, sonst kriegt die Frau, die arme Frau, die für so wenig Geld arbeitet, auch keine Rente mehr. Und dann haben Richtig. Wir wieder Armut im Alter. Ja, und was noch hinzukommt, gerade die Corona-Zeit hat das jetzt ja auch noch mal sehr deutlich gezeigt. Man zahlt halt auch nicht in die Arbeitslosenversicherung ein. Und das bedeutet, wenn man diesen Job verliert, landet man direkt in der Grundsicherung. Also Hartz IV, bald Bürgergeld. Und das ist natürlich auch nicht Sinn der Sache, sondern wir wollen ja eine gute Absicherung, dass man eben auch Arbeitslosengeld I erstmal bekommt. Und das ist mit Mini- und Midi-Jobs eben nicht der Fall. Also ich bin ganz sicher, Annika Klose bringt genug Engagement mit. Und wir haben es ja gerade gehört. Aber wie sieht denn so ein Tag aus? Ja, da kommen Sie mit irgendwelchen Vorschlägen, gehen zu irgendeinem Referatsleiter, der guckt Sie an, der ist 20 Jahre älter und sagt, ach, das haben wir schon alles mal gehabt, das schaffen wir nicht. Oder wie sieht so ein Tag aus? Sind da eine Menge Mauern zu überwinden? Ja, also es ist total unterschiedlich. Ich kann jetzt nicht sagen, so ist mein typischer Tag, weil wirklich einfach jeder Tag noch total anders ist. Aber wenn ich jetzt ein Thema habe, was ich einbringen möchte, dann bespreche ich das erstmal mit meinen Kolleginnen und Kollegen in der SPD-Fraktion, die auch in der AG Arbeit und Soziales sitzen. Wir haben da in Sitzungswochen eben am Dienstag erstmal unsere AG-Sitzung. Mhm. Und da können wir halt zum Beispiel erstmal Ideen miteinander besprechen. Neulich zum Beispiel haben wir sehr ausführlich über die Verlängerung des Kurzarbeitergelds diskutiert. Also man tastet sich ab, ob das überhaupt geht. Genau, ja. Also man ich sag mal, brainstormt erstmal miteinander. So, ich habe hier folgende Idee. Ist das machbar? Was müssen wir dabei beachten? Weil da ja auch, wir sind 14 Leute und da sitzen ja Leute mit ganz unterschiedlichen Perspektiven drin. Und dann sitzen die AG-Referentin, dann sitzt oft noch eben eine parlamentarische Staatssekretärin dabei aus dem BMAS, also aus dem Bundesministerium. Und da steckt man die Köpfe zusammen und berät erstmal darüber. Und dann, wenn man dazu kommt und denkt, ja, das ist eine gute Idee, so sollten wir das machen, dann wäre der nächste Schritt, mit der parlamentarischen Staatssekretärin erstmal tiefer einzusteigen ins Gespräch, weil ja im Bundesministerium noch mal eine ganz andere Fachexpertise sitzt. Und dann holt man die Fachreferentin zusammen. Aber daneben würde ich zum Beispiel halt auch Gespräche mit befreundeten Organisationen machen oder halt Interessenvertretung, also Gewerkschaftsbund zum Beispiel, den Sozialverbänden, also um halt verschiedene Perspektiven auf ein Thema zu bekommen. Ja, und so der Tag fängt man hat da inzwischen an. 30 Stunden, wenn ich das so höre. total unterschiedlich. Also ja, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr große Fülle an Aufgaben. Ja. Aber damit Sie mal sehen, was so ein Bundestagsabgeordneter macht. Das ist nicht nur da im Parlament sitzen. Nee, absolut nicht. Also es ist schon wirklich viel zu tun, vor allem wenn man es ernst nimmt. Und das tue ich ja. Und das tun die allermeisten Abgeordneten ja so. Und das sind, man hat ja nicht nur das eine Thema, sondern viele Themen, für die man zuständig ist. Und dann teilt sich so ein Abgeordnetendasein ja in zwei Teile, nämlich die Sitzungswochen, also wenn das Parlament zusammenkommt, alle Abgeordneten anreisen aus der ganzen Republik und man eben diese Sitzungen nacheinander hat. Und die Wahlkreiswochen, die sogenannten. Das heißt, da bin ich dann vor allem in meinem Wahlkreis auch unterwegs und treffe da eben Institutionen und Vereine, mache BürgerInnen-Sprechstunden und kriege da ja auch nochmal. Welcher Wahlkreis ist das? Bei mir ist das Berlin-Mitte. Also Berlin-Mitte. Wenn Sie also Annika Klose fragen wollen oder ihr ein Stück Papier zustecken wollen, was sie unbedingt nicht vergessen soll. Genau. Ja, gibt es ein Bürgerbüro? Ja, es gibt ein Bürgerbüro auf der Brunnenstraße 73. Brunnenstraße 73. Und ich mache alle zwei Wochen da auch BürgerInnen-Sprechstunden am Montagnachmittag.
eben von 17 bis 18 Uhr, 18.30 Uhr, je nachdem, wie viele Anmeldungen reinkommen. Und da kriegt man ja auch ganz viele Themen, um die man sich dann kümmern muss. Und außerdem werden diese sitzungsfreien Wochen dann natürlich auch benutzt, damit ich mich auf die Sitzungswochen vorbereiten kann. Das will ja alles gut vorbereitet und inhaltlich durchdacht sein. Ich habe selten so ein Engagement erlebt wie bei Annika Klose. Ne? Jüngste Abgeordnete oder nee, drittjüngste? Nicht ganz, ja, fast. Also ich gehöre zu den jüngsten 6% der Abgeordneten. Ja. Ich bin ja 29 Jahre alt. Ja. Wir haben in unserer Fraktion, der SPD-Fraktion, aber auch zwei Abgeordnete, die erst 24 sind. Das ist der Fabian Funke und der Jakob Blankenburg. Ah, schade. Ja, ach, das ist völlig in Ordnung. Ich will doch mal so auf die normale Arbeit kommen. Gibt es denn... Ja, irgendwann haben Sie dann das Papier fertig und haben das abgesprochen. Und dann die nächste Stufe ist, Sie gehen zum Fraktionschef oder Fraktionsgeschäftsführer und sagen, hier, das habe ich so ausgearbeitet, schaut mal drüber oder wie läuft das? Nee, erstmal zum Sprecher meiner Arbeitsgemeinschaft. Ja. Das ist der Martin Rosemann aus Baden-Württemberg, den haben wir zum Sprecher gewählt. Und der würde dann schauen, dass er das eben wahrscheinlich in die Fraktionsprozesse einspeist. Ich muss aber sagen, dass wir zu diesem Punkt noch gar nicht gekommen sind. Na, ich will nur mal den Gang haben. Wenn bei all dieser Aktivität, die muss ja irgendwo denn jemanden haben, dem man es in die Hand drückt. Ja, das ist dann der Martin Rosemann als Sprecher. Genau. Und der geht damit dann eine Stufe höher? Ja, teils, teils. Also ich denke, dass man vorher, also dass ich Martin eng einbeziehe, genau, dass der das auf der Stufe drüber auch ankündigt. Ich bin aber auch selber dann natürlich mit der parlamentarischen Staatssekretärin in Kontakt. Wer ist das? Das ist Kerstin Griese und Annette Kramme sind die beiden vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Das ist in dem Bereich ja das Besondere, dass wir auch das Ministerium dafür haben. Das ist ja auch SPD geführt. Der einzige Minister, der es fortgeführt hat. Hubertus Heil, genau. Ja. Der ja auch wirklich sehr engagiert ist und tolle Arbeit macht und da eben ja, die Geschäfte weiterführt. Und das heißt, man guckt dann, wie wird es denn am besten eingebracht? Macht da das BMAS erstmal einen Vorschlag? Die haben ja auch die Expertise, um Gesetze gut zu schreiben. Oder erarbeiten wir das aus der Fraktion heraus oder parallel zum Beispiel? Und natürlich ist auch meine Aufgabe, mich mit meinen Counterparts von FDP und Grünen abzustimmen. Also, dass ich mit denen möglichst frühzeitig dann auch ins Gespräch komme und gucke, wer hat da eigentlich die Berichterstattung? Ja, und nicht, dann mich mit denen Gegenteil halt mal. Machen. Nicht, dass die das Gegenteil machen oder damit gar nicht einverstanden sind. Dann brauche ich ja nicht anfangen, direkt einen Gesetzestext zu schreiben, sondern erstmal versucht man sich dann ja zu einigen. Und am besten erstmal auf der Berichterstattungsebene. Also halt mit den fachlich zuständigen Leuten aus FDP und Grünen Fraktion, dass man sich da abstimmt. Kommst du damit gut zurecht? Ja, bislang läuft es eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Also es sind noch keine Konflikte. Ja, also zumindest nicht auf unserer Ebene, aber ich erwarte, dass das sicherlich noch kommen wird. Also wenn wir zum Beispiel beim Bürgergeld einsteigen in die Materie, dann gibt es natürlich das, was im Koalitionsvertrag man sich schon geeinigt hat. Mhm. Aber es gibt ja auch durchaus im Koalitionsvertrag Arbeitsaufträge. Also ein Beispiel, was das ganze Thema Mitwirkungspflichten angeht, die sogenannten Sanktionen. Da werden wir jetzt ein einjähriges Sanktionsmoratorium einführen. Das steht ja auch drin im Koalitionsvertrag. Das heißt, ungefähr ein Jahr bis zum, also wahrscheinlich bis zum Inkrafttreten des Bürgergelds einfach, werden diese Sanktionen auf Eis gelegt. So, das muss jetzt erstmal durch die Gesetzesmühlen, das muss ja in Gesetz gegossen werden. Und in dieser Zeit sollen die Mitwirkungspflichten ja neu geordnet werden. Das heißt, man guckt sich an, welche Sanktionen gibt es eigentlich, was ist davon sinnvoll, was will man verändern. Und ich nehme das so, also ich persönlich stehe diesen Sanktionen insgesamt auch eher skeptisch gegenüber. Also ich verstehe schon, dass man sagt, okay, es muss auch eine Form von Sanktion irgendwann geben, wenn die Person nicht mitmachen will, gar nicht, sich komplett verweigert, verstehe ich. Aber ob früher das jetzt, bei der SPD hieß das Fordern und Fördern. Genau, also wir wollen ja jetzt sehr verstärkt auf das Fördern setzen, was ein ganz, ganz wichtiger Punkt beim Bürgergeld ist. Und das Fordern, ja, es gibt weit, also die Leute müssen sich einbringen, es gibt Mitwirkungspflichten. Aber wenn man sich die Statistik mal anguckt, dann stellt man halt fest, dass die Sanktionen halt vor allem Menschen treffen mit niedrigeren Bildungsabschlüssen beispielsweise. Und fragt man sich doch, warum ist das so? Weil die sich oft nicht so wehren können oder ihre Rechte nicht so kennen und nicht so wahrnehmen, wie Menschen, die sich halt eher in solchen Verwaltungsbehördenkontexten zurechtfinden zum Beispiel. Oder zum Beispiel, dass halt auch oft Sanktionen treffen Menschen, die halt zum Beispiel eigentlich psychische Probleme haben, also eine Depression oder ähnliches, die ihre Briefe gar nicht mehr aufmachen. Und dann muss man sich ja wirklich fragen, okay, hilft da diese Sanktion jetzt oder braucht diese Person nicht eigentlich ganz andere Hilfe? Und deswegen wollen wir zum Beispiel,
dass halt mit aufsuchender Sozialarbeit auch gesprochen, also gearbeitet wird. Dass man zum Beispiel erstmal über die freie Wohlfahrtspflege beispielsweise jemanden zu der Person hinschickt und mal guckt, was ist da eigentlich los, bevor man eine Sanktion eben verhängt. Klar gibt es die Leute, die keinen Bock haben und sich verweigern. Aber ich gehe grundsätzlich davon aus, und das neue Bürgergeld hat eben auch diese Logik, dass die Menschen mitmachen wollen. So, und dass wir sie halt eben auch dazu motivieren können, weil jeder doch eigentlich was beitragen möchte zu dieser Gesellschaft. Und dass wir das ermöglichen müssen. So, und ich glaube, da wird man halt gucken müssen, wie sieht das die FDP zum Beispiel. Die steht ja eher auf dem Standpunkt, dass sie diese Sanktionen eigentlich so tendenziell eher so beibehalten wollen, wie sie sie haben. Oder noch die Grünen sagen tendenziell, aber wollen die gar nicht mehr. Und bei uns, also ich sehe das so, dass wir halt gucken müssen, okay, was ist denn sinnvoll? Wie kriegt man die Leute denn tatsächlich motiviert? Ja? Und ich glaube, dass halt eher eben Positivanreize ein Weg sind, um Leute wirklich zu motivieren und denen zu helfen, die Hilfe brauchen. Und halt so als letztes Mittel so eine Sanktion noch mal in der Hand zu haben. Ja, aber nun auf dem Wege zum Gesetz, haben wir ja schon gerade besprochen, ja, gibt es verschiedene Stufen und verschiedene Leute. Und die sind noch alle nicht angelaufen. Und wenn wir das nächste Mal hier sitzen, dann fragen wir mal, auf welcher Stufe dieses Gesetzesvorhaben ist. Ja, jetzt gerne. Machen wir eine kleine Werbepause. Und zu Gast ist Annika Klose, SPD-Bundestagsabgeordnete und früher JUSO-Vorsitzende. Und mit 29 Jahren die drittjüngste oder viertjüngste Abgeordnete im Bundestag. Bleiben Sie dran, bis gleich. Zurück in unsere Sendung aus dem Bundestag und zu Gast ist Annika Klose, früher JUSO-Vorsitzende, heute mit 29 dritt- oder viertjüngste Abgeordnete im Bundestag, hier aus Berlin-Mitte. Dort ist auch in der Brunnenstraße Ihr Wahlkreisbüro, wenn Sie sie mal besuchen wollen oder ein dringendes Anliegen haben. Wir haben gerade gehört, wie das so funktioniert, wenn man im Ausschuss ist. Dadurch entwirft man Papier. Und dann durchläuft das verschiedene Stufen. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir es, wenn er auf der nächsten Stufe angelangt ist, ja, Sie wieder hier sitzen und erzählen, wie es dann nur weitergeht. Und ob was sehr aus gerne diesem schönen Projekt geworden ist, das nannte man früher Agenda 2010 oder Hartz IV und das soll komplett geändert werden. Genau. So, und da und übrigens Sie dran. Jetzt in diesem Jahr. Also wir wollen mit dem Gesetzgebungsprozess möglichst Anfang nächsten Jahres fertig sein. Das heißt noch nicht, dass es dann auch implementiert ist. Aufschreiben, das ist ein Versprechen. Genau. Also hat auch Hubertus Heil, unser Bundesminister, so kommuniziert und das ist das erklärte Ziel. Ja. Mal gucken, ob wir es schaffen. Das Ganze muss ja noch durch den Bundesrat. Das wird nicht. Hier, das liegt an Annika Klose. Das sind Sie, weil Sie im Ausschuss sind. An mir wenn wird Sie das da nicht fleißig genug sind. Also ich glaube, an mir und meinem Fleiß wird das nicht scheitern. Ich bin hochmotiviert, mich richtig reinzuhängen. Das merken Sie auch, nicht? Ja. Das kann man wohl sagen. Ja. Anderes Thema ist Frauenthema. Ja. Frauen in Vorständen lese ich immer wieder, immer noch zu wenig. Kann man da eigentlich von Gesetzes wegen was dran drehen? Kümmern Sie sich im Ausschuss darum? Ja, kann man was dran drehen? Ich glaube, das liegt eher nicht bei uns tatsächlich, Arbeit und Soziales. Das liegt wahrscheinlich eher bei Wirtschaft zum Beispiel. Und da sind wir aber auch hinterher. Insgesamt, wenn man sich diesen Koalitionsvertrag anguckt, finde ich, dass man da super viele Themen eben auch findet, die dieses Land endlich mal voranbringen, auch gesellschaftspolitisch. Also Selbstbestimmungsrechte für Frauen, gleicher Lohn für gleiche Arbeit zum Beispiel, das liegt ja bei uns. Ja, warum ist das noch nicht so? Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Ja, weil Frauen... Wir haben deutsche Einheit, ist 30 Jahre her. Ja, das stimmt. Ja, weil insbesondere das Lohnniveau für Frauen, aber auch zum Beispiel für Menschen aus den ostdeutschen Ländern, Sie sagen ja gerade, deutsche Einheit, immer noch tendenziell niedriger sind. Bei Frauen sind es ungefähr 20%. Ja, mehrere Gründe. Also erstmal vom Mindestlohn von 12 Euro, den wir jetzt einführen werden, der wird da ein ganzes Eckchen dran verbessern, würde ich sagen. Also davon profitieren insbesondere Frauen und Menschen in den ostdeutschen Ländern, dass das Lohnniveau endlich eben hochgesetzt wird. Dann ist ein Problem, dass eben die Tarifbindung eben schwächelt. Also Gewerkschaften verhandeln ja die Löhne eigentlich so. Und das Problem ist, dass wir halt eine zunehmende Tarifflucht haben, also dass sich Unternehmen aus den Tarifverträgen rausziehen. Und es gibt Studien darüber, die zeigen, dass eben gerade Frauen von Tarifverträgen und Tariflöhnen profitieren. Und wenn sich die Unternehmen also immer mehr da rausziehen, dann wirkt sich das eben auch negativ auf das Lohnniveau von Frauen aus. Und deswegen wollen wir eben auch die Tarifbindung jetzt stärken und wie gesagt den Mindestlohn einführen, was ja das Tarifniveau auch nochmal gibt. Darf ich mal dazwischen fragen? Tarifbindung stärken? Ja. Was heißt denn das? Die Unternehmen gehen raus, weil sie den Mindestlohn nicht bezahlen wollen? Der Mindestlohn hängt nicht am Tarif. Aber weil sie warum gehen die denn raus? Warum fliehen die denn aus der Tarifbindung?
Ja, wahrscheinlich, weil sie sich ausrechnen, dass das für sie günstiger sei. Also, dass sie halt zum Beispiel bestimmte Regelungen, die man tarifverträglich festhält, Arbeitszeiten zum Beispiel oder eben auch Gesundheitsschutzmaßnahmen, weil da zum Beispiel kein Interesse dran besteht, die umzusetzen. Und das ist ein sehr großes Problem. Wir wollen das attraktiver machen, da wieder drin zu behalten, drin zu bleiben, zum Beispiel indem jetzt öffentliche Ausschreibungen des Bundes nur noch an tarifgebundene Unternehmen gehen sollen. Ja, das sind aber nur Aufträge, die der Bund vergibt. Im Land Berlin ist das, glaube ich, schon geregelt. Genau, ne? Das Land Berlin macht das schon. Das ist, ja. Da hat das schon eine gute Vorbildfunktion. Ja. Ja. Aber gut, das kann man sagen. Und dann sagt das Unternehmen, gut, dann beteiligen wir uns nicht an der Ausschreibung. Aber ist egal. Wir wollen nicht die negativen Punkte rausholen, sondern erstmal, das sind die Vorhaben, die Sie haben. Ja. Ja. Und wollen Sie die auch bis Jahresende fertig haben? Ich gehe nicht davon aus, dass das alles bis Jahresende fertig ist. Also was bis Jahresende da sein soll, ist auf jeden Fall der Mindestlohn von 12 Euro. Und Anfang nächsten Jahres soll eben die Gesetzgebung zum Bürgergeld, worüber wir gerade gesprochen haben, fertig sein. Das sind so Projekte, die kommen dieses Jahr auf jeden Fall. So. Und es gibt auch einiges, was jetzt auch schon in anderen Ressorts angeschoben wird. Zum Beispiel, wo wir gerade bei Frauenthemen waren, die Streichung des Paragraph 219a, also dass über Schwangerschaftsabbrüche von Ärztinnen nicht informiert werden darf. Der zum Beispiel wird jetzt auch bald gestrichen. Aber das ist nicht Sache Ihres Ausschusses. Das ist nicht im Arbeits- und Soziales Ausschuss, aber das ist eine Sache, über die ich mich persönlich sehr freue. Ja, und das sind ja schon zwei große Themen, die Sie da haben. Und ist irgendwo noch was übrig für ein drittes Thema? Ja, ich bin auch zuständig für das Thema EU-Obdachlosigkeit. Und das ist eben eins, was ich auch mit in den Koalitionsvertrag gebracht habe, weil das Problem eben ist, hier in Berlin beispielsweise leben viele Menschen auf der Straße, die aus EU-Staaten kommen und wo aber nicht so richtig geregelt ist, wer zahlt da eigentlich die Sozialhilfe für? Also die Menschen haben zum Beispiel überhaupt keinen Zugang zur Gesundheitsversorgung. Und es gibt in meinem... Das heißt, die alle unter den Brücken liegen. Gestern habe ich gesehen, Stuttgarter Platz. Ja. Ja, eins neben dem anderen. Viele, genau. Die kriegen haben halt keinerlei staatliche Unterstützung für irgendwas, kein Obdachlosengeld. Gibt es sowas überhaupt? Nee, eben nicht. Und das ist das Problem. Beziehungsweise es ist halt auch ein Streit auf der EU-Ebene. Mhm. Wer zahlt das dann eigentlich? Kriegen die... also Menschen mit deutschem Pass haben eben Anspruch auf Hartz IV und können da eben, wenn sie eine Adresse vorweisen können, was ein anderes Problem ist, können das ja beantragen und Leistungen bekommen und sind darüber dann ja auch sozialversichert. Aber Menschen also ohne... Also Menschen nur mit deutschem Pass können ja, das. Ja, genau, genau. So, und Menschen ohne deutschen Pass, ja, da gibt es ja eben auch Rechtsprechung zu, dass die eben nur nachrangigen Zugang zu Sozialleistungen, zu Hartz IV und Ähnlichem haben. Was heißt denn nachrangig? Ja, das bedeutet, dass man halt prüft, ob die Person halt nicht eigentlich in einem anderen EU-Land zum Beispiel eben Sozialleistungen bekommt. Ach so, wenn sie irgendwo bekommt. Schon Geld kriegt, kriegt sie es bei uns nicht mehr. Genau. Und zum Beispiel, sagen wir mal, eine Person aus Polen. Es gibt ja relativ viele Menschen zum Beispiel, die aus Polen hier rüberkommen. Und die hätte dann wahrscheinlich Anspruch auf Sozialleistungen in Polen, aber nicht hier. Und das Problem ist, die leben aber hier. Und zum Beispiel Gesundheitsversorgung ist halt nicht sichergestellt. Das ist eine Lücke. Und man müsste halt eigentlich auf EU-Ebene dazu kommen, dass man gemeinsame Sozialstandards definiert und einen Mechanismus findet, wie man eben da dann gemeinsam regelt, dass die Person zum Beispiel ein Mindesteinkommen bekommt. Oder dass es halt ein Abkommen zwischen den EU-Staaten gibt, dass die dann halt die Leistungen erstatten oder Ähnliches. Das gibt es aber nicht. Aber diese Person, die aus Polen kommt, die weiß doch, dass sie in Polen Anspruch auf Mittel hat. Wahrscheinlich. Ich könnte sie ja in Polen besorgen und dann trotzdem hier unter der Brücke schlafen. Ja. Ich verstehe nicht so ganz, warum wir uns über dieses Vergessen oder Nachlässigkeit bestimmter Ausländer auch noch kümmern müssen. Ja, das Problem ist halt da. Also sie leben halt hier und sie sind oft gesundheitlich in schlechter Verfassung. Ja. Und dann ist die Frage, ja, sagt man denen jetzt, ja, fahr halt zurück nach Polen und kümmere dich da? Aber das sind ja oft, also es gibt ja Gründe, warum die Person auf der Straße lebt. Und meistens sind Gründe eben Probleme, soziale Probleme, psychische Probleme. Die Person kann sich gerade offensichtlich nicht gut um ihr eigenes Leben kümmern, sonst wäre sie sehr wahrscheinlich nicht auf der Straße. Und deswegen gibt es ja zum Beispiel hier oft diese Housing First Projekte. Das bedeutet, man besorgt der Person erstmal eine Wohnung, in die sie rein kann und kümmert sich dann um die ganzen Probleme drumherum. Aber das ist natürlich teuer. Also diese ganzen Leistungen, die kosten natürlich Geld. Und es kann ja nicht sein, dass wir hier in Berlin die ganzen Sozialleistungen zahlen für die polnischen StaatsbürgerInnen, wo eigentlich der polnische Staat für zuständig ist. Ja, das fragen sich viele Leute, ja, genau. Warum wir das machen.
Und deswegen braucht es halt eigentlich einen Ausgleichsmechanismus in irgendeiner Form. Ein Sozialfonds auf EU-Ebene beispielsweise, der da eben dann einspringt. Oder dass man halt die Sozialleistungen quasi von anderen EU-Staaten erstattet bekommt. Oder dass man halt sagt, es gibt irgendeine Form von Ausgleich. Und das gibt es aktuell noch nicht. Mhm. Und das habe ich eben als Problematik auch eingebracht, weil ich in meinem Wahlkreis in Mitte sitzt eine ganz tolle Stiftung, die Jenny de la Torre Stiftung heißt die. Und die bieten eben anonym und kostenlos Gesundheitsversorgung für obdachlose Menschen an. So, man kann da hinkommen und egal was ist, man kriegt da halt erstmal Hilfe. Und Ärztinnen spenden da quasi ihre Zeit, manche Apotheken spenden Medikamente, sodass die Menschen überhaupt eine Grundversorgung haben. Aber wenn wir ehrlich sind, müssen wir doch sagen, das muss doch eine staatliche Leistung eigentlich sein. Es kann auch nicht sein, dass hier Menschen mit schweren Erkrankungen nur aus gutem Willen heraus behandelt werden, sondern das muss man irgendwie regeln. Und dafür wurde jetzt im Koalitionsvertrag, ich habe dieses Thema wie gesagt eingebracht, und dann wurde da vorgesehen, dass wir eben eine Lösung finden wollen auf EU-Ebene. Das ist die Causa Klose. Und dass es auch eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe genau dazu geben soll. Ja. Und das finde ich richtig klasse und dafür bin ich jetzt auch zuständig, das mitzubegleiten. So verblüfft, was Sie alles machen. Eine ganz private Frage. Was machen Sie denn? Haben Sie noch Privatleben? Ja. Mit 29, denke ich, soll es das noch geben. Ja, also wenn ich ehrlich bin, war das schon mal mehr. Also die Arbeit ist gerade schon sehr dominant in meinem Leben, aber auch, weil ich es natürlich gerne mache und weil es ja gerade am Anfang auch ich mich auch viel einarbeiten muss. Und ich versuche das schon, natürlich gerade am Wochenende, mir dann auch Zeit für mich mal zu nehmen. Und zum Beispiel, ich habe einen Neffen, der auch in Neukölln wohnt, der ist jetzt ein Jahr alt, dass ich eben mit dem auch mal Zeit verbringe, aber das schaffe ich schon auch. Also Samstag war ich auch gerade da und so. Also es geht schon. Wir müssen ja nicht alles alleine machen. Wie viele Mitarbeiter bekommt ein Bundestagsabgeordneter? Ja, das kann man sich selber so ein bisschen einteilen. Genau, also man kriegt halt eine Personalmittel von 22.000 Euro monatlich. Ach so. Das ist ja schon ordentlich. Und da sind die Sozialabgaben noch nicht mit bei. Die werden noch von der Bundestagsverwaltung obendrauf gezahlt. Und also das kann man sich dann. Wenn ich fünf Mitarbeiter habe, teile ich das durch fünf? Zum Beispiel. Und durch sechs? Also davon muss man das Personal. Aber es fragt niemand nach, wie viel sie haben. Genau, also ich bin der Tarifgemeinschaft beigetreten. Ich zahle eben entsprechend natürlich nach Tarif. Das ist mir ja wichtig. Und damit gibt es natürlich ein Lohnniveau, was ich zu zahlen habe, was ja auch richtig ist. Und man muss halt sowohl das Personal im Wahlkreis als auch das im Bundestagsbüro davon bezahlen. Und wie man das dann aufteilt, ob man sich 10 studentische Hilfskräfte anstellt oder 4 wissenschaftliche MitarbeiterInnen oder so, das ist einem völlig überlassen. Wie viel haben Sie jetzt? Ich habe jetzt 8 MitarbeiterInnen, wovon aber viele, also 3 StudentInnen, eine Büroleitung in Vollzeit, 2 wissenschaftliche Kräfte, eine Wahlkreismitarbeiterin und dann noch eine Sachbearbeitung, aber viele davon halt nicht in Vollzeit. Ja. Und dafür erwarten wir gute Gesetze, auf jeden Fall, die gemacht werden für diese Ausstattung. Und ich merke, Sie brennen ja geradezu vor Leidenschaft. So war es auch schon vom Jahr, als wir hier gesessen haben. Als das, mit dem Bundestag noch eine wunderbare Idee war. Ich muss niesen, aber es kommt nicht. Also, das finde ich ganz toll. Bleiben Sie so engagiert, wie es ist. Das nächste Mal, wenn wir uns hier treffen, dann haken wir schon mal beim ersten Gesetz was ab. Und dass Ihr Vorschlag sogar im Koalitionsvertrag steht, das ist doch bestimmt mit Rot, großem Rot angemerkt. Ja. Auf jeden Fall. Das ist schon mal ein Erfolg. Ja, so ist das. Und den wünsche ich auch weiterhin. Dankeschön. Vielen Dank, dass Sie heute da waren. Annika Klose, mit 29 einer der jüngsten Abgeordneten im Bundestag und unglaublich engagiert. Das haben wir gehört. Und Sie merken, ich habe mich anstecken lassen von der Begeisterung. Und ich bedanke mich, dass Sie heute hier waren und freue mich auf das nächste Mal. Und bedanke mich, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns wieder wie jeden Montag 2015 aus dem Bundestag auf TV Berlin. Bis dahin. Danke und tschüss.